Von den Anwesenheitszeiten sollen Pausen abgezogen werden, um die Arbeitszeiten zu ermitteln. Ich nutze auch die Hilfe der verschachtelten Wenn-Funktion. Hallo und willkommen zu diesem Excel-Tutorial und gucken wir uns mal die Daten an. An 5 Tagen ist jemand morgens gekommen und abends am selben Tag wieder gegangen. Hier ist nichts über Nacht, um es nicht zu kompliziert zu machen. Und dann rechne ich einfach hier von den Gehenzeiten, wann ist jemand gegangen oder hat abgestempelt, ausgestempelt, ne, rechne ich die Kommenzeiten, die morgendlichen Zeiten ab und dann bekomme ich eine Differenz. Die Uhrzeit, hier die Differenz und hier unten zum Beispiel beide mal 9 Stunden 1. So, diese Daten hier, die müssen nun geprüft werden. Wie fallen die hier in meine Zeitenliste? Alles von 0 Stunden bis kleiner. 4 Stunden 1 ist mit 0 Stunden Pause. Alles von 4 Stunden 1 bis kleiner 6 Stunden 1, 15 Minuten. Von 6 Stunden 1 bis kleiner 9 Stunden 1 mit 30 Minuten und alles ab 9 Stunden 1, 45 Minuten. Und es soll eine maximale Tagesarbeitszeit von 10 Stunden genommen werden. Da unten bilde ich dann die Summe. Na, hier ist einfach die Summenfunktion drin und die habe ich formatiert, dass hier, ich drücke mal hier auf Zahl, mit dem benutzerdefinierten Format, eckige Klammer auf HH, eckige Klammer zu, Doppelpunkt MM, damit auch Zeiten von mehr als 24 Stunden angezeigt werden können. So, die Pausenzeiten mit der verschachtelten Wenn-Funktion. Ich nehme also ein Wenn und ich drücke immer oben auf Fx, prüfe ich, ob der Wert in das erste Intervall fällt, also 0 Minuten Pause errechnet werden müssten. Ich frage also, wie sieht es aus mit der Arbeitszeit? Ist die kleiner als der Grenzwert der nächsten Gruppe? Und das schütze ich mit der Taste F4, dass da Dollarzeichen sind, weil ich die Formel nach unten kopieren möchte, damit aus H3 nicht H4 wird. So, falls das so sein sollte, falls der Wert da drin liegen sollte, ist er nicht, dann nimm 0 Minuten Pause, ich drücke F4. Ansonsten muss es ja einer der anderen drei sein. Das heißt, ich muss nochmal fragen, nochmal eine Wenn-Funktion und klicke jetzt hier oben in der Bearbeitungsleiste auf das hintere Wenn. Jetzt kann ich immer hier von dem einen Wenn in das andere wechseln, ja, und sehe entsprechend den Dialog. Da muss ich jetzt hier auf Prüfung klicken und frage, also wenn es das nicht war, ist denn D2? Ich muss also wieder hinklicken. Ist das vielleicht kleiner als 6 Stunden 1? Weil wenn es vorher hier drin nicht war, ist es vielleicht hier in dem Intervall. So, F4 gedrückt. Dann wären es ja 15 Minuten Pause. F4 gedrückt. Und nochmal gefragt. Und wie ist das mit wenn? Ja, noch ein letztes wenn aufgemacht. Ja, ich klicke auf das hintere wenn, klicke auf die Prüfung. Ist es dann vielleicht D2 kleiner? 9 Stunden 1, dann wäre es ja im hinteren Intervall F4 gedrückt. So, dann wären es ja 30 Minuten Pause, F4 gedrückt. Ansonsten kann es ja nur mehr sein. Da müssen 45 Minuten Pause abgezogen werden. Auch hier die Taste F4 gedrückt. So, jetzt müssen Klammern zugemacht werden. Und zwar von diesem Wenn. Ich stelle mich mal da rein. Von dem hinteren Wenn. Von dem zweiten Wenn. Zum Glück sehe ich da rote Farben oben. Ich sehe da oben Farben, welche Klammern noch geschlossen werden müssen, welches Pärchen noch offen ist. Und dann drücke ich mal die Enter-Taste oder OK. Und dann sehe ich hier die Pausen, die hier abgegriffen werden. Ich klicke, ziehe das mal mit dem Doppelklick nach unten. Und dann sehe ich, nimmt er mir unten 9 Stunden 1, natürlich auch von 10 Uhr bis 17 Uhr, ne, 17 Uhr 2 bis, sagen wir mal, 19 Uhr. 1, ne, nimmt er immer schön die 45 Minuten. So, und diese Werte werden nun hier abgezogen. Also von den Anwesenheitszeiten werden nun die Pausen abgezogen. Ja, und dann kann ich die Formel nach unten kopieren. Dann sehe ich, weil ich ja hier, ich drücke nochmal die Tastenkombination Steuerung 1, weil ich ja hier das benutzerdefinierte Format in eckigen Klammern genommen habe, sehe ich jetzt auch die Summe der Arbeitszeiten. So, ich habe aber noch nicht berücksichtigt, dass ein Wert maximal 10 Stunden Arbeitszeit sein darf. Ja, also wenn jemand morgens um 4 Uhr gekommen wäre, dann wäre die ja 13 Stunden da, die Person, 45 Minuten abgezogen, 12 Stunden 15. Nein, das will ich nicht. Ich möchte maximal 10 Stunden. Ich könnte nun mit einer Wenn-Funktion fragen, falls dieses Ergebnis größer 10 Stunden ist, dann mach 10. Ansonsten
soll er zeigen, was er da rausgekriegt hat. Ich nehme die Funktion Minimum, min, zeigt mir den kleinsten von entweder dem, was hier rauskommt, entweder hier der Wert, vielleicht 8 Stunden, oder ist der Wert 10 Stunden hier unten kleiner. Ich schütze den mit F4, damit hier die Dollarzeichen sind. Jetzt nimmt er immer den kleinsten von beiden. In dem Fall wäre das die 10 Stunden. Bei den anderen wären die identisch. Also hat jemand genau 10 Stunden. Ich mache mal hier 18:45 Uhr rein. Ja, kommt jemand auf 10 Stunden Arbeitszeit, dann wären die Werte ja gleich. Wäre der 18:46 Uhr gegangen, ja, wären es 10 Stunden, obwohl es eigentlich 10 Stunden 1 wäre. Und klar, bei einer Minute weniger, ne, macht er 9 Stunden 59. Ich habe also nun die Wenn-Funktion genommen zur Errechnung der Pausenzeiten und man sieht schon, das ist eine relativ tiefe Verschachtelung, tiefe, viele Wenn-Funktionen. Und theoretisch könnte man auch die Funktion Verweis und S-Verweis nehmen zur Ermittlung des Bereichs hier oder vielleicht die Funktion Vergleich. Das würde ich gerne in anderen Videos machen, aber auch auf Probleme hinweisen, die bei der Errechnung der, ja, Dauern hier entstehen können, weil diese Zeiten hier, diese Kommenzeiten und die Gehenzeiten, das sind keine glatten Werte. Das sind Werte, wenn ich hier mal die Zahlenformatierung wegnehme, ich klicke mal auf Zahlenformat und lasse mal ganz viele Nachkommastellen anzeigen. Ich sehe, das sind Zahlen, die sind nur in den seltensten Fällen, wenn es zum Beispiel genau 8 Uhr ist, oder genau 6 Uhr, ne, dann ist hier ein glatter Wert, das sind nämlich die Datenbruchteile eines Tages. Und hier gibt es dann eventuell Rundungsfehler. Ich sehe ja hier zum Beispiel beide mal 9 Stunden 1, dass hier unterschiedliche Zeiten sind. Und es resultiert zwar 9 Stunden 1, aber wenn diese Daten zum Beispiel mit der Verweisfunktion abgeprüft werden, dann kann es hier zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, obwohl ich in beiden den zum Beispiel Befehl Verweis nutze, werden die dann eventuell nicht sauber gezogen. Da muss ich noch mit Korrekturfunktionen arbeiten. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Arbeiten und bis zum nächsten Video.